Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Es geht weiter mit einem neuen Part und den beginnen wir mit einem Glockenturm und danach geht's weiter mit der nächsten Mission. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich in der letzten Folge gesagt habe, was wir da machen. Ist für mich zu lange her. Aber erstmal weiß ich, dass wir hier einen Köcher bauen können und das machen wir dann natürlich oder herstellen können, sagen wir es mal so. Gut. Und da ich halt jetzt gar keinen Plan habe, was ich da so gesagt habe, mache ich jetzt einfach mal mit der Hauptmission weiter. Und werde fast gesehen. Und jetzt werde ich gesehen. Bockt aber keinen. Denn das war ja nur einer von denen. Ja, bis die Kamera mal was macht. Ach so, das sind ja keine Feinde. Ja, bis die Kamera mal reagiert, gehen ja 100 Jahre mal schnell vorbei. Was steht hier? Turm Requirierung. Mein Bruder wurde mal wieder von seiner Frau rausgeschmissen. Deshalb lasse ich diesen nichtsnutzigen Säufer für eine Weile im Glockenturm wohnen. Er ist ein Taugenichts, aber er ist immerhin mein Bruder. Wenn ihm etwas zustößt, mache ich euch verantwortlich. Okay, also soll ich jetzt auf den Idioten aufpassen, oder was? Naja. Lass ich mal schön bleiben eigentlich. Dann mach mich ruhig verantwortlich, ist mir eigentlich ziemlich egal. Gut, wo müssen wir hoch? Ziemlich komischer Glockenturm. Hä, ich sehe gerade gar nichts. Ist auch ziemlich hell draußen, wenn ich das mal so sagen darf. Da geht's weiter. Also es ist auch 35 Grad gerade draußen. Es ist ziemlich hell. Ich sollte mal eigentlich mal hier die Rollläden runter machen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Deswegen sehe ich hier gerade kaum was. Ja, ich sehe nichts da. So, hier hoch. Okay, jetzt kann ich wieder was sehen. Sehr gut. Alles klar, machen wir weiter. Hier. Da sind wieder ein paar Seile. Und hier wieder. Okay, also so schwer ist der gar nicht. Ist auch noch einer von den ersten, also so anspruchsvoll dürfen die eigentlich noch gar nicht sein. Im besten Falle. So, bin ich jetzt schon dran vorbeigelaufen? Wahrscheinlich schon. Ja, hier müssen wir lang. So. Und dann geht's hier weiter. Okay. Ich weiß auch gar nicht, was in der letzten Folge passiert ist. Also für mich ist das wirklich eine Riesenpause. Ich habe ja dann ein bisschen vorproduziert. Und jetzt geht es mal so langsam wieder weiter. Also ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Deswegen lasse ich mich auch gleich mal selbst überraschen. Okay, ah, wir sind oben. Sehr schön. Und jetzt Signal stören. Zack, Glockenturm befreit. 5 von 17. Ja, also noch gar nicht mal so wenig. Sind schon gut dabei. Die Parks Hirsefarm. Da spuckt der eine einfach mal irgendwo hin. Banashurs Lied. Da sind wieder Geiseln, die wahrscheinlich umgelegt werden. Und Kiras Schatten mit einem Tiger. Okay, dann haben wir das soweit erledigt. Hier hängt noch eine Glocke krumm, wollte ich sagen. Hier noch ein bisschen Muni, aber wir sind gut aufgefüllt. Dann geht es jetzt weiter mit der nächsten Mission, nachdem wir hier geskillt haben. Was ist das? Ziele und Schieße? Ja, nicht unwichtig. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. So. Die Mission ist mitten hier drin. Erreiche... Ach so, stimmt. Das Kloster war jetzt die nächste Mission. Neue Fähigkeit oder was? Nee. Fehlmeldung. Okay. Dann machen wir das jetzt mit hier mit der Seilrutsche. Stimmt, das Kloster war die nächste Mission. Ich kann mich wieder erinnern. Wir haben doch hier oben noch ein Fahrzeug abgestellt, womit wir gekommen sind. Mit dem würde ich dann auch gerne wieder fahren. Denn sonst dauert mir das ein bisschen zu lange. Das ist, glaube ich, nicht unser Fahrzeug, aber das nehmen wir jetzt einfach. So. Dann fahren wir hier rüber. Na. So. Okay.
Weil da wird uns auch der Weg angezeigt. Ups, war nicht so geil, aber ging noch. Okay. Dann jetzt hier rüber. Alles klar. Mal sehen, wann wir da ankommen und ob wir das schnell hingekriegen werden. Da ist eine Fracht, die uns jetzt dazwischen kommt. Komm, diesmal erledigen wir die aber. Wer das beim letzten Mal gesehen hat, der weiß, wie lustig das war. Ich versuche das mal hier schnell zu erledigen. Kann man mit irgendwas schmeißen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich will den mal irgendwie abfacken, so. Am besten ohne, dass der uns... Oh, platt fährt. Oh, der hat uns platt gefahren. Sehr schön. Okay, das ist wieder gefailt. Also mit der Ausrüstung, ganz ehrlich, klappt das einfach nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Granatwerfer. Dann kann man die irgendwie attackieren, aber so ist es ziemlich ätzend eigentlich. Naja. Aber ein Fail pro Tag muss ja sowieso sein. Ansonsten ist es ja kein ordentlicher Part. Nö. Na. Ja. Ich muss mich wieder selber mit Ausreden trösten hier, wenn ich sowas wieder erlebe. Gut. Zack. Okay. Nochmal. Wieder ein bisschen Zeit verschwendet, sorry. Aber ja, wenn ich da solche Missionen sehe, oder besser so zwischen Nebenaktionen, dann will ich die eigentlich dann auch machen. Aber ohne Witz, mit der Ausrüstung ist das echt kaum möglich. Oder ich bin einfach nur zu hohl dafür. Deswegen bin ich auf bessere Ausrüstung angewiesen. Gut, dann halten wir mal hier. Hier könnten wir theoretisch wieder was mitnehmen. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal in das Kloster rein. Triff dich mit Raju. So. Wollen wir auch nicht mal hier viel rumrennen, denn das ist ja heiliger Boden hier. Namaste. Okay. Hier müssen wir rein. Alles klar. Guten Tag. Namaste. Der Sohn des großen Moha. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Okay, nehmen wir den Opferkorb. Und jetzt vollende die Chal-Yama-Pilgerreise. Okay. Dann werden wir mal hier diese Karma-Dinger erledigen. Einmal hier eine Kerze anzünden. So. Das war der erste Teil. Gibt es hier noch was zu erledigen? Auf der Pilgerreise? Nee. Hallo. Hier geht wohl auch nichts. Mit der Ziege hier vielleicht? Nee. Ah. Eine Mani-Mühle, an der man drehen soll. 1 von 40. Da wird es noch einige geben. Und hier noch ein bisschen was ins Feuer schmeißen. So, sehr schön. Und dann hier wohl noch. Ja, genau. So. Okay. Dann bringen wir den Korb dahin, wo die es möchten. Aufsätze an Handelsposten um 25% reduziert. Sehr schön. So, dann legen wir das Ganze hier wieder ab. So. Kehre zurück zu Raju. Ja, der steht doch hier. Ich bin noch zurückgekehrt, hallo. Hä, will der mich rollen? Hä, verstehe ich gerade was nicht? Hä?
Rat darum, dass du das hier sehen darfst. Okay, das Vieh ist jetzt gestorben. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich hier, glaube ich, was nicht richtig verstanden oder irgendwas ging hier schief. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das aber geschafft. Oder bist du halt abgeschlossen, sagen wir es mal so. Gut, dann verteidige das Kloster. Oh, wir werden angegriffen. Da hinten kommen die Schurken. Und von da auch. Markieren wir mal erstmal alles, was geht. Und verteidige das Kloster, alles klar. Oh, das sind Sprengsätze, die wir aufhalten müssen. Oder besser gesagt, wieder müssen wir dafür sorgen, dass die da fertig angebracht werden. So, erledigt. Da wird auch gerade was installiert, sage ich jetzt mal. Zack, weg und weg. Dankeschön. Du kannst auch gerne sterben, dankeschön. So, und da drin. Okay. Wo sind sie noch? Okay, aktuell ist alles safe, soweit. Gut, dich erledigen wir noch. Der möchte hier wieder für Unfug sorgen. Die beiden. Einer rennt da hoch, den schnappen wir uns aber. So, einmal hier hoch. Dann schnappen wir uns den Idioten. Der möchte direkt hier das Kloster in die Luft jagen. Absolute Frechheit. So, ich sehe gerade keinen. Hier ist aber noch ein Medikit. Hä? Ach so. Jetzt weiß ich auch, wo der Krach herkam. Na komm, lad ein bisschen schneller nach. Dankeschön. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was wir gegen den Hubschrauber machen sollen, groß. Oh, jetzt fallen wir da runter. Ziemlich dämlich. Okay. Da ist schon mal der nächste Dulli, den wir erledigen können. Hier ist noch ein Medikit und so ein paar Minen. Ah, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Zack, erledigt. Da hinten können wir vielleicht den noch treffen. Geht das? Ja, das geht. Können wir vielleicht die Autos da hinten sprengen? Oder das hier am besten. Okay, erstmal heilen. So. Also das Gerät ist auf jeden Fall super. Sehr praktisch jetzt. Okay. Ah, weiter kommen wir nicht als so. Okay, aber wenn wir da hinten alles sichern wollen, dann müssen wir da auch schnell hingehen. Oh, haben wir schon geschafft? Ist es vorbei? Siehst du, das passiert, wenn Menschen die Religion aufgeben. AJ, es hätte noch schlimmer kommen können. Vielen Dank. Ein kultureller Austausch. Mission beendet. Okay, das ging ja schneller als gedacht. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt gehabt oder ich hatte irgendwie vorher immer mehr Schwierigkeiten damit. Naja, Hauptsache es hat geklappt. Beende Karma-Ereignisse oder drehe Mani-Mühlen, um Karma zu erhalten. Erhöhe dein Karma-Level, um Schützenhilfe-Upgrades zu erhalten. Und erreiche höhere Karma-Level, um an Handelsposten Preisnachlässe zu erhalten. Okay. Die Armee hat das Kloster angegriffen, aber ich habe sie vertrieben. Kyra sei Dank, dass du da warst, Bruder. Dieser Ort ist ein Symbol für unser Volk. Und es braucht dringend Stabilität. Dein Vater hat das verstanden. Er hätte mehr Männer wie dich gebraucht im Krieg. Okay. Alles klar. Dann geht es jetzt irgendwo bei Longinus weiter. Das machen wir dann aber nicht mehr in dieser Folge. Ich würde sagen,
es hat ein gutes Ende gefunden, das Ganze. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 4. Oder? Machen wir das hier noch? Der kommt uns ja wie gerufen eigentlich. Nein, du bleibst stehen. So. Und jetzt haben wir auch mal eine von diesen Karma-Missionen gemacht. So, stehe die Dokumente. Machen wir. Und das war eines der Karma-Ereignisse. Sehr schön, der kam wirklich wie gerufen. Und dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 4. Bis dahin.